Guten Abend, Herr Novakovic. Also Ihr Buch Wien für In- und Ausländer ist eine einzigartige Art Gebrauchseinweisung zur Stadt Wien, aber auch teilweise für Österreich insgesamt. Wie ist das Buch entstanden? Was war die Idee bzw. die Absicht dahinter? Ja, also da ich professionell mich mit dem Bereich der Integration beschäftige, schon seit mehreren Jahrzehnten, habe ich einfach beschlossen, alle meine Erfahrungen über Wien, alle meine Beobachtungen aus meiner Arbeit und viele meiner Kontakte mit verschiedenen Migrantinnengruppen und so weiter, einfach in einem Buch zusammenzufassen. Verschiedenste Bereiche des Alltagslebens in Wien anzusprechen und den Menschen sozusagen in die Hand eine Art des Ratgebers zu drücken, und dieser Ratgeber ist gut gemeint, das Buch im Sinne, mach nicht so viel Blödsinn. Ne? Weil natürlich sind die sogenannten Soft Skills sehr wichtig für Leben in einer fremden Umgebung, insbesondere für Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig oder überhaupt nicht mächtig sind. Danke. Sie haben unter anderem komparative Literatur studiert und leben schon seit 30 Jahren in Wien. Ja. Was sind Ihres Erachtens die größten Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten zwischen Serbien und Österreich im Alltag, aber auch auf literarischer Ebene? Auf literarischer Ebene bin ich nicht sozusagen so kompetent zu reden, weil ich nicht beide Szenen gleich verfolge und weil ich auch generell nicht viel zum Lesen komme von zu viel Arbeiten und zu viel Schreiben. Ja, aber was die Ähnlichkeiten sind, naja, es ist schwer zu sagen, weil Österreich entwickelt sich kontinuierlich, sagen wir so, und Jugoslawien, ehemaliges, aus dem Serbien entstanden ist, hatte, sagen wir so, eine sehr traurige Geschichte und Vorgeschichte und so. Vergleiche sind wenig sozusagen anzustellen, aber ich würde sagen, dass uns zum Beispiel Wien und Belgrad Donau verbindet, also wir sind am gleichen Fluss, unsere Länder sozusagen, und mögen auch ähnlichen Essen, ne? Also Fleisch ist sehr wichtig, Schweinefleisch und so weiter. Also solche, aber Serbien ist wiederum religiös anders als Österreich und das und diese. Aber unsere Verbindungen sind einfach unglaublich, weil man sagt, halb Serbien lebt in Wien oder in Österreich, im Sinne, dass sehr viele unserer Landsleute, also jetzt serbische Landsleute und aus allen anderen ex-jugoslawischen Republiken schon seit vielen Jahrzehnten dort leben, weshalb eigentlich Wien und Serbien oder Österreich und Serbien in einen Sack sozusagen zu stecken sind, weil es ist einfach vermischt. Ne? Also die Verbindungen sind täglich tausendfach, ne? Und mit diesen Menschen, die hin und her pendeln und so. Ja, danke schön. Und ich möchte Sie zum Schluss noch bitten, einen Ausschnitt aus Ihrem Buch Wien für In- und Ausländer für uns vorzulesen. Ja, also ich würde dann, weil ich Wien sehr liebe, also als Stadt, würde ich ein bisschen etwas gleich vom Anfang, warum ich Wien mag und warum ihr Ausländer Wien lieben könntet oder so. Gut, also ich mag Wien, weil Wien keine zu große Stadt ist. Für eine Hauptstadt ist Wien weder zu groß noch zu klein. Jemand, der nur den Asphalt kennt, fühlt sich in kleinen Ortschaften nicht wohl. Jener hingegen, der keinen Asphalt kennt oder ihn zu spät kennengelernt hat, fühlt sich in der Großstadt fremd. Wenn er noch dazu aus der Fremde und nicht aus der hiesigen Provinz stammt, hat er ein doppeltes Problem. Er sehnt sich gleichzeitig nach seiner Heimat und hat Angst vor der Großstadt. So geht es vielen Ausländern in Wien. Ich weiß nicht, woher ihr stammt, die ihr dieses Buch lest,
Aber es ist schwer, in einer Stadt zu leben, wenn man die Menschen kaum versteht und sich nur schlecht verständigen kann. Gerade die Menschen, die schon vor einigen Jahrzehnten gekommen sind, um hier zu arbeiten, sogenannten Gastarbeiter, gehören oft zu jenen, die ihr Leben lang keinen wirklichen Kontakt zu ihrer Stadt herstellen konnten. Sie verstehen sie nicht. Sie kommt ihnen zu groß und unübersichtlich vor. Wobei Wien im Vergleich zu echten Megastädten eigentlich eine angenehme kleine Stadt mit hohem Lebensstandard und einem eben solchen Kulturanspruch ist. In Wien kennt und trifft man sich öfter und leichter als in den wirklich Großstädten. Wenn man alle Ausländer abzieht, die meistens in ihrer jeweiligen Volksgruppe verbleiben und weiters die Pensionisten außer Acht lässt, die selten am Abend ausgehen, dann bleiben nicht mehr allzu viele Wiener, die man in der Stadt treffen könnte. In Wien genießt man also den Raum einer großen Stadt und dabei das Gefühl eines Dorflebens. Wunderbar, danke schön. Bitte.